Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine wunderbare Verheißung, und zwar aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Und ich hoffe, dass du dieses mitnimmst, denn das ist wirklich für jeden Einzelnen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe keine Worte. Was soll ich hierzu sagen? Heute erlebe ich das, dass ganz, ganz viele Menschen und vor allem auch Christen voller Angst und Furcht sind. Und dabei sagt die Bibel, wir sollen einfach nur Gottes Furcht haben. Das heißt, erkennen, dass Gott alles ist und wir ohne ihm nichts tun können. Aber dann hier, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Wir müssen keine Angst mehr haben. Wenn wir in ihm leben und er in uns, dann kann uns nichts antasten. Wir brauchen keine Angst haben, sondern der Kraft. Also nicht nur einfach so eine Kraft, Kraft Gottes. Und dann kommen wir wieder zum Punkt Liebe und Besonnenheit. Gewaltig. Also ich glaube, diesen Vers, den sollte man jeden Tag irgendwie lesen, um ihn wirklich in der Seele aufzusaugen. Diesen Vers, es bringt nichts, diesen Vers auswendig lernen und in unserem Verstand zu haben. Dieser Vers muss in unser Herz. Ich hoffe, du begreifst es. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.